Hallo, wir sind Martin und Moritz von Coffee Circle und wir packen gerade unsere Sachen ein, da wir morgen zusammen aus Berlin über Istanbul nach Äthiopien fliegen, um dort jetzt nach der Ernte für euch die besten Cafés der Saison auszusuchen. In der ersten Woche suchen wir die besten Cafés der Ernte 2011 aus. In mehreren Cuppings, das heißt Verkostungen, vergleichen wir unzählige Kaffeeproben nach strengen Kriterien miteinander. Unter den 8 verkosteten Sidamo-Proben ist der Kaffee aus der Kooperative Kilenzo Resa besonders herausgestochen. Er hat uns vor allem durch seine feinen Säuren und sehr ausgeprägten Zitronenaromen begeistert. Kurz gesagt, er hat uns geschmacklich einfach voll umgehauen. Der zweite klare Gewinner, auch dieses Jahr, ist unser Limo-Kaffee aus der Kooperative Il Catinje. Diese uns bekannten blumig-fruchtigen Aromen kommen bei der diesjährigen Ernte sogar noch stärker zur Geltung. Wie jedes Jahr brechen wir auch nun auf, um die Kaffeebauern persönlich kennenzulernen, die diese wundervollen Kaffees für uns anbauen. Wir befinden uns hier auf 2000 Metern Seehöhe im Süden Äthiopiens auf einer Hochebene, wo es perfekte Bedingungen für den Kaffee gibt. Das ist zum einen die Temperatur, die bei ungefähr 20 Grad liegt. Das ist auch der Niederschlag, der genau richtig für den Kaffeeanbau ist. Das ist die Erde, das ist die vulkanische Erde, die dem Kaffee auch so seine Nährstoffe gibt. Und das Wichtigste ist, dass der Kaffee eben nicht Plantagenkaffee ist, sondern hier in diesen Waldgärten angebaut wird. Und von den Bauern per Hand nur die besten Bohnen abgenommen werden, die dann zu euch kommen. Die Bauern von Il Catinje leben unter schwierigen Bedingungen. Um ihnen zu helfen, fließt 1 Euro pro Kilo verkauftem Kaffee in Projekte, die wir zusammen mit der Dorfgemeinschaft festlegen. In dieser Woche werden wir hier in Il Catinje einen Brunnen bauen. Bisher muss jede Familie einen weiten Weg zurücklegen, um das täglich benötigte Wasser zu holen. Das ist eine mühsame Aufgabe, die meist junge Mädchen erfüllen müssen. Wir graben den Brunnen in der Nähe der Schule. Damit ermöglichen wir den 4000 Bewohnern und vor allem den Kindern der Grundschule direkten Zugang zu sauberem Trinkwasser. Als zweites Projekt haben wir Schulbücher für die Schule in Il Catinje gekauft. In der Schule hier werden über 1200 Kinder unterrichtet. Bisher gab es für die ganze Schule nur 20 Schulbücher. Mit Hilfe der Direktorin haben wir die Bücher ausgewählt, in Addis Abeba und Jimma eingekauft und in die Kooperative gebracht. Über mehr als 400 Bücher sowie 1200 Schulhefte und Bleistifte haben sich die Kinder sehr gefreut. Hinter uns seht ihr jetzt unsere neue Kooperative Kilenzo Resa im Süden Äthiopiens in Sidamo, in der wirklich weltbekannten Kaffeeregion. Hier in der Kooperative sind über 1000 Bauern, das heißt, sie ist etwas größer als die Il Catinje Kooperative im Norden. Und wir befinden uns jetzt hier auf ungefähr 2100 Metern Höhe. Und wir freuen uns darauf, hier jetzt Projekte zu machen. Wir sind super empfangen worden und selbstverständlich werden wir euch diesen klasse Kaffee, der hier produziert wird, nach Hause bringen. Auch hier haben wir mit der Kooperativenleitung gesprochen, welche Projekte wir umsetzen können. Als die ausschließlich männliche Kooperativenleitung uns versicherte, dass der Bau einer Straße und 3 Brücken das Allerwichtigste wäre, waren wir dann doch etwas irritiert. Als wir dann die Grundschule sahen, mussten wir erschüttert feststellen, in welch katastrophalem Zustand sie ist. Ausbildung ist ein unglaublich wichtiger Faktor hier in Äthiopien, um die Lebensumstände der Menschen langfristig zu verbessern. Deshalb haben wir uns entschlossen, die jüngsten Kinder zu unterstützen. Mit 1 Euro pro verkauftem Kilo Kaffee werden wir Schulbücher und Lehrmaterial für die Grundschule kaufen.